Heute Morgen wurde ich von drei Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen. Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich lang lebe die Republik rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokarden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief, lang lebe die Republik. Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Aber so etwas passiert, wenn man halbverhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kaserne erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Kumpane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen würde, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja, feilt an eurer Redekunst. Ihre Waffen. Bloß keine Dummheiten. Kommt schon, Jungs! Bringt mir einen Aufseher! Ruhl eliminieren. Fortfahren. Übrigens, ein herzliches Willkommen, danke, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Khalid und viel Spaß bei den Zuschauern. So, wir haben die Aufgabe, diesen Mann hier zu eliminieren. Rui, oder wie das auch heißt. Ja, machen wir uns mal auf den Weg, ne? Riesenburg hier. Okay, Adlauge, hier haben wir schon mal einen Punkt, wo wir hingehen können, unten durch. Unterstützungsgelegenheit, Abnehmungsgelegenheit. Also ich würde sagen, ich probiere es mal mit unten drunter. Links oder rechts? Keins von beiden. Scheiße, es wimmelt hier wieder von Templern. Also ich kann hier hoch und nach rechts. Aber da komme ich nach draußen. Aber ich guck mal, was da so ist. Erstmal Adlauge machen zur Sicherheit. Also da ist keiner. Auch keiner. Okay, hier geht's nicht weiter. Also muss ich wieder da zurück. Und nach oben. Okay, da sind schon mal zwei. Scheiße, ich habe wieder keine Klingen. Keine hektischen Bewegungen.
Macht es euch nicht schwerer als nötig. Warte nur. Der Karren holt dich mir. Keine Bewegung. Nicht bewegen. Erstmal lang. Oh, zwei sind es. Okay, da sind welche. Ich hab das gerade gehört. Wenn sie irgendwas planen, erschießt sie. Dafür geht ihr auf die Guillotine. Mal schnell erstmal wieder verstecken. Du hältst uns nicht auf. Mach der Typ da. Ich will eure Hände sehen. Monster! Ich finde dich. Es gibt keinen Entkommen. Wo ist der denn? Keine Tricks. Das ist unmenschlich. Ihr Hurensöhne! Ruhe! Okay, den da unten. Sind aber immer noch zu viele. Deswegen kümmere ich mich erstmal um diese Idioten. Keine hektischen Bewegungen! Okay, da kann ich auch nicht durch. Also muss ich durchs Fenster. Boah, warum so hell? Warte nur! Der Karren holt dich bald! Geh doch raus! Das ist unmenschlich! Let's go. Mich hältst du nicht ab, du Bastard! Ich will eure Hände sehen! Monster! Ich muss leider. Das kannst du. Nicht bewegen! Das geht's nicht. Ihr Hurensöhne! Ruhe! Behaltet sie im Auge! Bastarde! Moderator, Abschluss! Du das aufhalten! Nein! Ah. Oh. Merci, Monsieur. Welcher Arsch schießt da? Ich weiß nicht, unter wem ihr dient, aber habt ihr. Ich hol dich jetzt. Dankt mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, Monsieur. Das geht nicht, da kann ich auch nicht. Schiebt ihm den Stahl in den Rücken. Scheiße. Schlechte Neuigkeiten hier. Scheiße. Die sterben hier nicht. Okay, ich hab Zeit dafür. Nee, das ist viel zu schwer. So, da geht's auf. Ich kann da nicht hoch. Ich hab das erst jetzt gesehen. Lass mal Lager abchecken. Verdammt. Was für eine Sauerei. Was machen wir mit den Leichen? Verzeihung. Na, lass sie liegen. Worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Sieh dir diese feinen Pinkel an. Letzte Mal haben nicht vom Wasser am Grund gelegt. So, jetzt müsste nur noch einer da sein. Hoffe ich es mal zumindest. Hallo? Ja, super, ey. Zeigt er sich extra, obwohl er die Möglichkeit hat, ihn einfach so zu töten. Ich erwisch dich schon, du Rechter! Widerlichkeit wird umso leichter, ist deinesgleichen erst ausgeschöpft. Du kannst nicht entkommen.
Och. So, du bist nur noch alleine. Ich komme gleich. Hoffe ich mal zumindest, dass er alleine ist. So, wo geht's hoch? Oder ist er schon hier? Ne, ich muss hoch. Direkt hoch, kann ich nicht direkt hoch. Gibt's noch keine Etage gibt's da. Mann. Nimm ihn doch! Möchtet ihr ihn nicht sehen? Warum kämpft er nicht gegen den? Verstehe ich nicht. Na los, Aufseher! Lasst uns! Ziemlich schnell! Irgendwie wohl! Auf Sie, Männer! Was soll ich denn davon haben? Nur Sport ihn von der Seite! Ja, super. Mann! Ey, was ist das denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Ah, hat der jetzt beide Klingen verbraucht? Der hat einfach keine Klingen mehr. Na, na, Aufseher! Nicht so unhöflich. Ey, was ist das denn? Seht, versteck dich. So, jetzt soll er erstmal kämpfen gegen ihn. Wann ist es? Oh! Soll man etwa aufsehen? Bleib stehen! Ich hab dich ja, ich wusste das. So lustig finde ich das. Was macht Amerika mit unseren Ländern, oder?
Nur so nebenbei, aber Politik will ich jetzt nicht weitermachen. Trotzdem immer noch zu viel. Komm, bleib stehen, komm. Komm, kämpf weiter, komm. Kämpf weiter. Bitte. Jawohl! Ja, die anderen können auch ruhig mitmachen. Komm, schön, Team. Jawohl. Es war nur noch einer übrig, aber soll er kommen? Nee, ja. Ich muss erstmal schön sammeln hier. Zu dir komme ich gleich. Vielleicht können wir deine Geschichte anhören. Ich komme gleich. Bevor ich einen Antrag mache, muss ich erstmal plündern. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Erledigt, Symbol. Oui, mach dir sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert also mindestens ein Jahr, Großmeister. Dieser Germain, oder wie auch heißt, der Silberschmied, ist also der wahre Feind, oder wie? Zitrone. Schade. Hey, cool. Ist kein Heuhaufen. Schade. Ja, Freunde, damit sind wir jetzt auch fertig. Ja. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, werde ich nur noch Mission machen.
und keine Nebenmission mehr. Deswegen sind die Videos mittlerweile kürzer geworden. Und damit ihr nicht so lange am Handy oder PC sitzen müsst und die Videos nicht über eine halbe Stunde jetzt wieder gehen, möchte ich die halt kurz halten. Deswegen hoffe ich, dass ihr dabei Spaß habt. Und ich würde sagen, das war's von hier. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo, wie immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Khalid und ciao. Throw some money, money, money in the air. Throw some money, money, money in the air. Trigger, let's go.